Eine schwere Aufgabe liegt vor Herrn Müller. Er soll einen Mitarbeiter aus betrieblichen Gründen freisetzen. Wer käme dazu überhaupt in Frage? Nun hat er seine 5 Kandidaten. Eigentlich alles gute Mitarbeiter. Aber einer muss gehen. Noch ahnt keiner der 5 etwas. Wen nimmt Herr Müller nun? Von welchen Kriterien soll er seine Entscheidung abhängig machen? Schwierig, schwierig. Am liebsten würde ich einfach Lose ziehen. Oder würfeln. Aber nein, das wäre wirklich nicht fair. Wie wäre es also mit Frau Übereifrig? Nun gut, sie nervt zwar hin und wieder etwas, aber ihre Arbeit macht sie gut. Oder Herr Fechtel? Nein, den auch nicht. Gab es zur Freisetzung nicht auch bestimmte Lösungsmodelle?